Ja, sehr geehrter Herr Präsident Strohschneider, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich begrüße meine Kolleginnen, Frau Quante-Brandt und Frau Stange und meinen Kollegen Herrn Willigmann, Herr Hacker natürlich als de facto Gastgeber. Ich freue mich auch, dass der Bundestag heute vertreten ist, dass zwei Abgeordnete, die sich nicht immer mit den gleichen Positionen, aber schon seit vielen Jahren um Wissenschaft in Sachsen-Anhalt bemühen. Das sind Herr Christoph Bergner und Frau Petra Sitte und liebe Generalsekretärin Frau Zwonek. Lutherjahr, Reformationsjahr, wenn ich in Sachsen-Anhalt bin und die Ehre habe, mit dem Ministerpräsidenten irgendwo zu reden, vermeide ich es tunlichst, über Luther zu sprechen, weil er so ein absoluter Luther-Fan ist. Und das war heute eine Kurzfassung. Also das letzte Mal habe ich staunend zugehört, was er alles über den Hund von Luther wusste. Und deswegen nicht Luther, sondern ich fange mal an mit Einstein. Einstein hat gesagt, nichts in der Welt wird so gefürchtet wie der Einfluss von Männern, die geistig unabhängig sind. Er hat damals auf die Wissenschaft angespielt. Ich glaube, in heutigen Zeiten, Fake News, mag sich mancher auch vor Männern fürchten, deren geistige Unabhängigkeit sich weit weniger aus wissenschaftlicher Erkenntnis speist. Und das hat... Und ich glaube, wir sind alle mehr als überrascht, wenn ich an die letzten Jahrestagungen denke, was sich in so kurzer Zeit verändert hat. Was sich in so kurzer Zeit verändert hat, dass Dinge, die wir als Standards, als gängig, als unumstößlich in westlichen Demokratien angesehen haben, dass das hinterfragt wird, dass plötzlich ganz andere Töne zu hören sind. Und da ist natürlich das Thema Wissenschaftsfreiheit als ein ganz wesentliches Merkmal von demokratischen Gesellschaften. Und jetzt hinterfragt wird ein Punkt, über den viel diskutiert wird in Talkshows, in Reden und anderem. Und ich glaube, das ist auch zwingend notwendig. Und ich freue mich deswegen auch, lieber Herr Strohschneider, dann auf den angekündigten Impuls zur Freiheit und Verantwortung von Wissenschaft in Zeiten populistischer Bedrohung und bin gespannt, was Ihre Intentionen heute in dieser Rede sind. Ich freue mich über den Ort, weil dieses Gebäude ist, was nicht immer gelingt, wunderbar restauriert. Und Halle ist ein Ort, es wurde von Herrn Hacker gerade noch mal kurz illustriert, welche Wissenschaftsinstitutionen hier in Halle zu finden sind. Aber wenn man es unter historischen Aspekten sieht, dann ist natürlich die Universität eine der ältesten Universitäten Deutschlands und jetzt 200 Jahre seit der Vereinigung, des Jubiläum der Vereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg und eben die Leopoldina als die älteste Akademie. Und Herr Haseloff hat es angesprochen. Alle die, die aus den alten Bundesländern sind, können sich wahrscheinlich kein Bild davon machen, was diese Akademie zu DDR-Zeiten für eine Bedeutung hatte. Das war ein Ort, an dem natürlich auch die Stasi war, aber an dem man über Dinge gesprochen hat, die man sonst nicht diskutieren konnte. Es war doch ein kleines Stück, auch ein geschützter Raum. Und mein Mann hat gerade einen Festvortrag vorbereitet für das 65-jährige Jubiläum von Johannes Jahn aus Erlangen. Und hat bei der Vorbereitung seine alten Aufzeichnungen gefunden. 1987, also vor der Friedlichen Revolution, hat Professor Jahn hier vorgetragen und natürlich war er da und hat mitgeschrieben. Das sind Dinge, die sind wichtig. Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir damals bei der Diskussion dann, als war ja eine lange Diskussion, was wird die nationale Akademie, aber ich glaube, mit der Tradition und mit der Aktualität ist es sehr schön, dass die Entscheidung hier für Halle, für die Leopoldina gefallen ist. Wissenschaftsfreiheit, das ist oberstes Grundprinzip. Bei uns hat Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang. Das heißt, auch für jeden Wissenschaftspolitiker ist klar, dass dieses Prinzip verstanden werden muss, jedenfalls aus meiner Sicht, als die individuelle Freiheit des Forschenden, als konstruktiver Diskurs mit der Gesellschaft, in einer Hochschulautonomie als institutionelle Freiheit. Und Wood Markel hat es mal sehr schön ausgedrückt. Er sagte, die Wissenschaft kann der Politik nur dienen, wenn sie ihr nicht zu Willen ist. Und das können, glaube ich, alle unterschreiben in diesem Raum. Und trotzdem möchte ich sagen, wenn man über Wissenschaftsfreiheit diskutiert und wenn es Demonstrationen gibt und sich engagiert für Wissenschaftsfreiheiten in anderen Ländern, dann müssen wir uns aber immer bewusst sein, dass, wie eben geschildert,
es Maxime der Wissenschaftspolitik sein muss, diese Freiheit zuzulassen, dass wir aber uns auch darüber im Klaren sein müssen, dass Politik natürlich Einfluss hat. Politik hat Einfluss auf Wissenschaftsfreiheit. Politik hat Einfluss, denn keine Wissenschaft ist möglich ohne die finanziellen Ressourcen. Und welche Ressourcen und ob die zur Verfügung gestellt werden, sind politische Entscheidungen. Und die beeinflussen natürlich die Möglichkeiten der Forschung, aber eben auch die Themenwahl. Und damit meine ich nicht mal extreme Themen, wie zum Beispiel damals der Versuch von Joschka Fischer als Umweltminister, Insulinherstellung in Deutschland zu verhindern, was heute nur noch eine Anekdote ist. Aber auch die Tatsache, dass wir im letzten Koalitionsverhandlungen und wahrscheinlich auch im September wieder über Themen diskutieren werden, die man in Deutschland nicht haben will. Und ich finde, meine Maxime ist, es muss technologieoffen sein. Es muss technologieoffen sein und es darf keine Verbote geben. Aber auch wenn man sagt, keine Verbote, ist die Frage, wie kommt man zu den Entscheidungen, zu den Prioritäten, zu den Schwerpunkten, die Politik ja setzt, für gewisse Themenbereiche mehr Geld zur Verfügung zu stellen, Großforschungsanlagen zu bauen, nicht zu jedem Thema, sondern Auswahlen treffen zu müssen. Und deswegen glaube ich, dass diese Entscheidungen, da haben wir sehr viel auch Erfahrung gesammelt, in den letzten Jahren wissenschaftsgeleitet sein müssen. Aber wissenschaftsgeleitet heißt nicht absolute Objektivität, weil Wissenschaftler haben gewisse Fächer, haben auch gewisse Sympathien, einfach durch das Verständnis ihrer Fachkultur. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage, wie kann man es möglich objektiv machen, etwas, worum wir immer wieder neu ringen müssen, auch in unserem Land, wo wir es als grundgesetzliche Freiheit natürlich verankert haben und natürlich nicht in die individuelle Freiheit des Einzelnen eingreifen. Und natürlich findet die Forschungsfreiheit dort ihr Ende, wo die Unantastbarkeit der Menschenwürde gefährdet ist. Und dieses Spannungsfeld, wo geschieht das und welche Möglichkeiten räumt man ein, da spielen die Empfehlungen der Leopoldina für uns in der Politik eine sehr, sehr große Rolle. Und eine der nächsten Empfehlungen wird sich, ach, das macht, glaube ich, die Ethikkommission mit Robotik und mit diesen Möglichkeiten beschäftigen. Aber wir sind sehr dankbar über die Empfehlungen der Leopoldina, die uns dann auch in politischen Auseinandersetzungen helfen, die breit getragen werden. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein schönes Zeichen, dass wir heute die DFG-Jahrestagung hier bei der Leopoldina haben. Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich auch die Art und Weise, wie man publiziert, welche Möglichkeiten, welche Chancen man hat. Und wir haben vor kurzem lange Diskussionen über das Urheberrecht, welche Rechte und Freiheiten werden der Wissenschaft eingeräumt. Ziel war, ein zukunftsfähiges und wissenschaftsadäquates Urheberrecht zu schaffen, wo also die technischen neuen Möglichkeiten dann auch entsprechend nutzbar gemacht werden müssen und was praktikabel sein muss. Und Sie haben ja alle die Diskussion mitbekommen. Für mich waren immer die roten Linien, kein Vorrang vor Verlagsangeboten und Pauschalabrechnung. Alles andere ist nicht realistisch. Und wir haben es im Kabinett uns dann verständigt. Aber dann gab es lange Diskussionen im Parlament. Das hatten wir auch 2013, als es um das Zweitverwertungsrecht ging. Und es gab auch einen ausgeprägten Lobbyismus. Und was die Verlage zum Teil annonciert oder geschrieben haben, wir können ja über Fake News reden, aber das waren welche. Und trotzdem waren die Sympathien sehr unterschiedlich verteilt. Und das ist uns in der letzten Sitzungswoche gelungen ist, dieses Gesetz dann zu verabschieden. Das ist ein großer Erfolg. Das ist das, worauf die Wissenschaft gewartet hat. Und das wir jetzt haben für 5 Jahre, ist für mich kein Problem, 5 Jahre. Und in der Zeit werden sich auch mit den digitalen Möglichkeiten, was Abrechnung und anderes begrifft, noch vieles Neues ergeben. Aber ich sage das an der Stelle, weil wir müssen natürlich in der Politik eine Balance, die Balance zwischen den berechtigten Interessen der Verlage, die natürlich auch in schwierigen Situationen sind, dadurch, dass sie ihre Geschäftsmodelle verändern, dass klassisch das nicht mehr so funktioniert, aber auf der anderen Seite auch das, was wir in der Wissenschaft brauchen, auch durch die Digitalisierung und durch die Notwendigkeit, international wettbewerbsfähig zu sein. Und ich sage das zum Urheberrecht, um mich zu bedanken. Um mich zu bedanken bei vielen hier im Raum, ganz besonders bei Ihnen, Herr Präsident, denn die Verlage haben sich sehr viel Mühe gegeben, nicht nur mit den Annoncen. Also das war im Wochentakt im Parlament bei allen Abgeordneten und Wissenschaft ist immer oftmals etwas langsamer und vielleicht auch ein bisschen zu fein an solchen Stellen. Und dass es dann aber in der Schlussphase ganz viele aus der Wissenschaft sich die Mühe gemacht haben und sich gekümmert haben um ihre Abgeordneten und eben auch
geschrieben haben, ob nur die Allianz der Wissenschaften und andere. Das war die Basis dafür, dass es noch funktioniert hat. Und deswegen ist das etwas, glaube ich, wo wir uns gemeinsam heute darüber freuen können, weil das ein ganz wichtiger Punkt auch für die nächsten Jahre von den Rahmenbedingungen ist. Hochschulpakt, das ist das, was viele betrifft, besorgt. Wir kämpfen dafür, dass der Hochschulpakt, dass die Gelder im System bleiben und dass wir darüber entscheiden, in welcher Art und Weise sie den Hochschulen zugutekommen. Wir haben es jetzt in unserem Programm festgelegt und deswegen ist es an der Stelle wichtig, dass man sozusagen dort mit einer gewissen Sicherheit damit rechnen kann, dass es nur ungefähr 2 Milliarden jährlich in die Hochschulen fließen werden. Und ich glaube, das ist auch ein Signal, was wichtig ist, um Verlässlichkeit, die sie brauchen, um diese auch über Wahlzeiten und all die Diskussionen darüber hinaus zu haben. Und ich glaube, Verlässlichkeit, das haben wir im Bund in den letzten Jahren von unserer Seite ganz deutlich gezeigt. Und wenn ich den Haushalt ansehe in diesem Jahr, wir haben in der Legislaturperiode über 27% Steigerung, von einem hohen Niveau nochmal 27%. Das heißt, wir haben in diesem Jahr einen Rekordhaushalt über 17,6 Milliarden Euro. Und davon, deswegen sage ich es, 17,6 Milliarden sind 400 Millionen Euro für die DFG-Programmpauschale, sind 300 Millionen Euro im Jahr für die Exzellenzstrategie und natürlich 1,2 Millionen Euro Förderung für die DFG, nur Bundesanteil. Das sind nur die Bundessummen. Das heißt, von dem Etat meines Hauses stellen wir der DFG 11% des gesamten Etats zur Verfügung. Und die Größenordnung ist jetzt mit dem Länderanteil von mal 1,3 Milliarden 2005 auf 2,5 Milliarden gewachsen. Das heißt, es ist also eine wirklich große Summe. Und auch diese Summen veranschaulichen die Bedeutung der deutschen Forschungsgemeinschaft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die DFG sich für wissenschaftspolitisch wichtige Entscheidungen einsetzt, zum Beispiel etwas, was ein Dauerthema ist, was uns gerade, Eva Quante-Brandt und mich, sehr interessiert. Das ist die Frage der Gleichstellung in der Wissenschaft. Und das ist ja auch wieder ein Thema hier bei dieser Jahrestagung gewesen. Und ich glaube, dass wir das Professorinnenprogramm jetzt auf dem sicheren Weg zur Weiterführung haben, ist etwas, was unterstützt. Aber der entscheidende Punkt für Gleichstellung in der Wissenschaft, glaube ich, ist vor Jahren durch die DFG-Standards, durch die Anforderungen. Das hat ganz viel in der Szene bewegt. Und ich denke auch, das Tenure-Track-Programm wird vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass junge Frauen, die noch ein bisschen stärker auf Sicherheit orientiert sind, als vielleicht die zugehörigen Männer, dass das Tenure-Track-Programm diese Sicherheiten bietet, die gebraucht werden. Und wenn Verantwortung in gewissem Maße die Schwester der Freiheit ist, dann ist das Thema wissenschaftliches Fehlverhalten ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, für die Akzeptanz, für das Vertrauen in die Wissenschaft ist es klar und ist es wichtig, dass Fehlverhalten geahndet wird, streng geahndet wird. Aber es zählt auch zur Verantwortung, dass die, die davon Betroffenen sind, vor falschen Anschuldigungen und vor allen Dingen vor der Stigmatisierung sozusagen geschützt werden. Und wir haben uns unterhalten, Frau Nestler, und es ist ja nicht der einzige Fall. Also wenn ich denke, Ursula von der Leyen über ein halbes oder dreiviertel Jahr in so einer Situation zu sein, das ist eine psychische Belastung. Und dass wir dann auch akzeptieren, dass die Beweislast umgekehrt wird. Das, glaube ich, können wir nicht einfach so hinnehmen. Und ich weiß, dass man sich in der DFG, in der Wissenschaftsszene viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Aber ich glaube, die Frage, was machen wir, wenn jemand beschuldigt wird? Wie schützen wir ihn, solange wie sozusagen die Entscheidung und die Bewertung nicht gefallen ist? Das ist für mich noch einmal ein Thema, wo wir noch nicht den glücklichsten Weg gefunden haben, damit umzugehen. Und deswegen ist das etwas, wo ich mir auch wünsche, dass wir darüber noch diskutieren. Und das kann man nicht politisch verordnen, das muss sehr stark auch aus der Wissenschaft resultieren. Die DFG ist mittlerweile der größte Forschungsförderer neben Bund und Wirtschaft geworden. Und die DFG bietet den Wissenschaftlern die Möglichkeit, neben der Grundfinanzierung, die man erwartet, die Freiheit zu haben, Dinge anzugehen, Forschung zu betreiben, möglichst unbehelligt von sehr schwierigen Antragsszenarien. Und ich glaube, dass die DFG in unserem gut ausbalancierten Gesamtsystem gut aufgestellt ist. Verbesserungspotenzial gibt es immer, das gibt es auch an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass die DFG ein Garant ist dafür, dass wir auch bei der Wissenschaft in Deutschland in Zukunft eine sehr dynamische Entwicklung haben können. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken und einige wenige Zahlen nennen.
Circa 20.000 Entscheidungsverfahren wurden letztes Jahr abgeschlossen. 20.000 ist eine unglaubliche Leistung für 14.000 Gutachterinnen und Gutachter. 1.000 Mitglieder der Fachkollegien waren daran beteiligt. Und die schriftlichen Stellungnahmen von einer Größenordnung von 22.000 verdeutlichen den enormen Aufwand. Und deswegen Dank. Dank für alle, an alle, die hier beigetragen haben, insbesondere auch an die Geschäftsstelle, an die Mitarbeiter. Und ich möchte schließen mit einem Zitat eines Professors für Soziologie, habe ich vor kurzem in der FAZ gelesen, einen sehr interessanten Artikel. Und er sagt, vielleicht ist der entscheidende Beitrag der Wissenschaft für die moderne Gesellschaft, einen Raum der Abweichungsverstärkung anzubieten. Sie versorgt die Gesellschaft nicht nur mit Antworten, sondern auch mit den richtigen Fragen. Sie gibt sich nicht mit dem Wissen zufrieden, das in der Gesellschaft überall anfällt. Und in diesem Sinne wünsche ich der DFG, dass sie auch künftig freie Räume schaffen und kluge Entscheidungen treffen möchte, zum Wohle von uns allen. Danke.